Hallo meine Freunde. Ja, das nächste Teil und zwar von Artik und zwar Case Fan Hoop. Ja, und zwar, wir suchen ja alle schon mal immer so Y-Kabel oder, um Lüfter zu verbinden. Ja, weil meistens hat man ja mehr wie einen Lüfter im Case, gerade wenn man eine Wasserkühlung macht, ja. Dann sind es meistens sogar 6, 7 oder auch 12 oder 14 oder noch mehr. Ja, da sucht man natürlich immer irgendwie eine Verbindungsmöglichkeit. Da hat Artik jetzt auch was Neues im Programm und da bin ich auch drauf gestoßen, weil mein neues Projekt steht dahinter. Bastelkeller, ja, denkt dran, neues Projekt mit viel Wasserkühlung und viel Lüfter. Darum bin ich darauf gestoßen, ja, weil immer mit diesen Kabeln und Y-Kabeln und da habe ich nämlich jetzt das letzte auch wieder Probleme gehabt, dass eins nicht funktioniert hat, ja, und da habe ich dann doch gesucht und dann bin ich hier auf Artik gestoßen, diesen Case Fan Hoop. Hier kann man bis zu 10 Lüfter anschließen, ja, über einen PWM oder Fan-Anschluss, ja. Und dann kann man hier insgesamt 10 Stück anschließen. Ja, meistens hat man ja mehr wie einen auf dem Bocht. Ja, wenn man jetzt, wie ich jetzt, nächste Projekt hat ungefähr 13 Lüfter, da könnte ich 10 hier drüber anschließen und 3 könnte ich übers Case noch anbieten. Man könnte natürlich auch 2 von den Hoops nehmen. Ja, dann hätte man direkt alle abgedeckt. Ja, das ist jedem selber überlassen. Den schauen wir uns jetzt mal an. Also geliefert wird das Ganze hier in so einem kleinen Kästchen. Das ist das Teil hier. Ja, ist hier noch Folie drauf. Die ziehen wir mal ab. Der sieht auch noch gut aus, muss man auch mal dazu sagen. Den könnte man sogar irgendwo vielleicht sogar positionieren, wo man ihn vielleicht sieht. Ja. Ganz schönes Teil, so mit so Klavierlack auf jeden Fall und hier Artik noch eingestanzt, das seht ihr hier, ja. Und das Ganze wird hier nochmal mit SATA unterstützt, also hier wird ein SATA-Anschluss noch dran gemacht, ja, vom Netzteil. Und dann hat man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alles 4 Pin, ja. Wer das nicht sehen sollte, ich weiß nicht, ob das in der Kamera im Licht so rüberkommt. Ja, sind also alles 4 Pin. Wichtig ist, der erste muss belegt sein. Ja, und dann kann man hier fortfahren. Ja, der muss aber belegt sein. Und dann ist natürlich auch dabei ein Kabel. Ja, das heißt, es sind 4 Pin, sind aber nur 2 angeschlossen. Das heißt, es braucht auch nur die 2. Das kommt dann ganz einfach, wenn ihr jetzt eine Wasserkühlung macht, zum Beispiel auf den CPU-Fan-Header. Ja, da wird das eingesteckt, ja, und das kleine Teil hier, das kleine Ende, ja, das kommt hier in den Controller rein. Ja. Also wichtig ist, guckt, dass ihr es richtig rum macht. Ja. Ja, das passt auch nur in eine Richtung rein. So ist es dann verbunden und der kommt dann auf den CPU. Wenn ihr den nicht nehmen wollt, könnt ihr auch einen normalen Sitzfan nehmen. Das heißt, so ein 4-Pin Lüfteranschluss, ja, da wird der draufgelegt. Und dann kann man das Ganze natürlich auch dann übers Bocht steuern, ja, wie ich das hier auch immer mache, übers BIOS, schaut mal unter meinen Videos, da habe ich mal so ein Video rausgebracht, wie man die Lüfter richtig einstellt im BIOS, ja, da kann man sich eine schöne Kurve machen, ja, und dann legt man einfach los. Das Ganze wird so geliefert, das ist natürlich schön, einmal sind dabei Magnethalter, das heißt, die werden dann hier, sind extra so Vorrichtungen, ja, ich sehe das hier, so Einbuchtungen, dann wird das hier reingeklebt. Und dann kann man das Ganze hier mit Magnet eben ans Gehäuse machen. Wer das nicht möchte, wer sagt, ah, mit Magnet im Gehäuse und Magnete, das habe ich nicht so gerne, ja, gibt es eben welche, obwohl es keinen Schaden nimmt, wenn man den hinten an der Wand irgendwo dann festmacht, ja. Oder ihr nehmt einfach hier diese doppelseitigen Streifen, M3-Folie, ja, da können dann auch festkleben. Dann ist er aber auch fest, ja, also dann rutscht er auch nicht mehr, dann ist er bombenfest. Das sage ich direkt dazu. Also damit einmal festgemacht, da müsst ihr schon richtig schön arbeiten, um den wieder loszubekommen, ja. Wer das also nicht möchte, ich sage immer mit dem Magneten, ich werde mit dem Magneten festmachen, ja. Das Gehäuse ist groß genug, hat Platz genug und dann kann man den auch wieder, je nachdem, mal abmachen und wieder irgendwo anders positionieren, ja. Also sehr schön mit den beiden Haltern dann noch dazu, ja. Und das Ganze ist immer hier bei Artik, kennt ihr das ja mittlerweile, so ein Kärtchen dabei, da liest er den Code ein, ich zeige es kurz, ja, auf meinem Handy hier und dann habt ihr hier wieder so eine bebilderte
Anleitung, ja, wie das Ganze eingesteckt wird. Ja, das Kabel also hier auf einem Fanheader 4-Pin eingesteckt. Ja. Dann einmal mit doppelseitig oder mit Magneten. Das ist der erste Port, der ist auch weiß innen drin. Das seht ihr auch bei der Lieferung. Der muss belegt sein und dann erst die anderen. Also nicht erst hier hinten und den hier freilassen. Darüber, über den ersten, wird dann dieses Signal, was ihr dann durchschleift, praktisch weitergeleitet. Ja. Also so ganz einfach. Noch mal schön bebildert. Ich finde das immer schön beartig. Ja, da kann man sich da richtig schön hier noch mal die Bebilderung angucken. Das ist noch mal mit bewegenden Bildern. Ist nicht verkehrt. Also ich finde es ganz gut. Ja, also wie gesagt, einfach einscannen. Dann könnt ihr euch das hier so ein bisschen abgucken und dann könnt ihr das Ganze installieren. Also ich finde es wirklich sehr schön. Ich finde den Controller schön. Er ist wohl Fingerabdruck. Muss man dann eben gucken, wenn man hier drauf getatscht hat, dass man den wieder ein bisschen sauber macht. Ja, also Fingerabdrücke sieht man hier auf dem Klavierlack natürlich. Ist aber meistens bei allen Klavierlacksachen, ja, dass man das so sieht. Also ich finde, Artic hat hier tolle Sache rausgebracht. Ja, das Ganze schön, gerade wer viele Lüfter im Gehäuse hat, da brauchst du nicht immer noch viel Kabel machen und und. Ja, also ich habe hier auch immer viele Abzweige gehabt. Da habe ich dann so Zweier-Adapter gehabt, dann habe ich die ineinander gesteckt, wenn ich jetzt schon drei hatte. Ja, wenn ich sechs hatte, hatte ich mir so von Phobia zum Beispiel, die bieten das an, von 1 auf 6. Ja, die funktionieren auch. Ja, es gibt andere Teile, die funktionieren eben auch nicht. Ja, da hat man immer Probleme. Wichtig ist hier, wir haben hier nochmal separaten Stromanschluss. Ja, das Ganze geht also nur über eine Plantine nochmal, die extra nochmal mit Strom befeuert wird. Also eine ganz tolle Sache. Wie gesagt, 10 Lüfter könnt ihr insgesamt anschließen. Wem das nicht reicht, ja okay, dann nimmt man einen zweiten. Also zwei Fan-Anschlüsse hat man meistens hier an Bord. Kannst du bis zu 20 Lüfter anschließen. Also ich finde es wirklich eine schöne Sache. Ja. Also absolut toll. Preis ist auch okay. Ja, schaut mal bei Artic auf der Seite. Ich setze den Link unter der Videobeschreibung unten rein. Also wirklich, wer Spaß hat, wer sowas sucht, da seid ihr wirklich gut bedient mit. Wie gesagt, ich werde im neuen Projekt verbauen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob das dann auch richtig funktioniert, ob die Lüfter auch schön gesteuert werden darüber, ja, ob das PWM-Signal schön angenommen wird von allen 10 Lüftern dann. Und dann gucken wir mal. Ich werde, glaube ich, 6 hier drüber anschließen, ja, und die restlichen werde ich über Sport anschließen. Ja, so werde ich es, glaube ich, machen. Ja, und die 6 werden hier über die Wasserkühlung direkt über den PWM, also den CPU-Fan angeschlossen. Und dass die 6 schön gleichmäßig laufen, dass da alles tippitoppi ist. Genau, damit da nicht 3 schneller laufen und 3 langsamer. Ja, das ist immer wichtig bei einer Wasserkühlung, wenn man Push-Pull macht, dass das alles schön harmoniert, dass wir die gleiche Geschwindigkeit haben. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ja, ich sage immer, lasst ein Abo da. Das neue Projekt wird schön. Es wird mit Hardtubes werden. Ja, habt da schon ein bisschen was schon angefangen. Wie gesagt, aber ich warte noch auf Teile. Und wie gesagt, achtet auf den Bastelkeller. Da wird es kommen, wie gesagt, mit Hardtubes. Ja, das heißt, auch das Biegen zeige ich nochmal. Ich zeige auch mal, wie man es verkehrt machen kann. Und wie es richtig geht, ja, so eine Biegehilfe gibt es da auch, zeige ich euch mal, die ist auch nicht teuer, die kann man sich auch je nachdem dazu kaufen. Ich zeige euch, dass man auch im Baumarkt so Zubehörsachen dafür kaufen kann, ja, habe ich nämlich auch jetzt da gefunden, ne? Und ja, lasst euch überraschen, ich hoffe, ihr schaltet ein, ne? Und wie gesagt, der Controller wird da auch verbaut und den schauen wir uns dann auch genauestens mal an. Und ja, ich sag nur, es wird schwarz und grün. Das, was ich mir ja immer schon mal vorgenommen hatte, das wisst ihr ja, wer meine Videos verfolgt. Ja, diesmal werde ich es wahr machen. Schwarz-grün. Ja, freut euch drauf. Wie gesagt, Abo dalassen, ich freue mich drauf. Und lasst einen Daumen da, wenn ihr Fragen habt, ganz einfach in die Kommentare, meine Freunde. Und bleibt gesund, das ist ganz wichtig, sage ich immer. Und tschüss zusammen.